Hallo zusammen, ich habe es endlich mal geschafft, ein Video hochzuladen, wie ihr seht, meinen Kanal aufzumachen. Ich hatte es schon ganz lange vor, aber bis man sich dann mal überwindet, das zu tun, dauert es halt ein bisschen. Und um so reinzukommen, würde ich gerne bei dem Winterlicious Tag mitmachen. Natürlich hat mich keiner getaggt, weil weiß halt noch keiner, dass ich jetzt hier auf YouTube bin. Aber ist ja egal. Man muss ja nicht immer unbedingt getaggt sein, um dann mitzumachen. Und die Fragen habe ich ja und die werde ich jetzt einfach für euch mal beantworten. Und zwar, erste Frage. Ich lese das jetzt hier immer ab auf meinem Handy, nicht wundern. Welcher ist dein liebster Winternagellack? Ich glaube, da bin ich ziemlich langweilig, weil es sind für mich auch einfach diese typischen Dunkelrottöne. Das ist für mich so typisch Herbst, Winter. Also ich zum Beispiel hier von Annie die Nummer 070 Secrets. Zum Beispiel finde ich sehr schön von der Farbe her. Das hat noch so einen Rost-Einschlag. Oder von Essie Nummer 45 Soulmate. Den finde ich auch ziemlich cool. Der geht halt dann eher so ins lila-stichige, Pflaumentonartige. Dann noch Nude-Töne, finde ich eigentlich das ganze Jahr über schön, aber wenn man dann im Winter immer dieses krasse Rot drauf hat, dann will man auch mal wieder was anderes auf den Nägeln sehen, was Milderes, sage ich mal. Und da fand ich zum Beispiel von Alessandro die Nummer 9 Sinful ganz cool. Der sieht so aus. Ist eine schöne Farbe auf jeden Fall. Kostet 9,95. Also Alessandro ist ein bisschen teuer, aber ja, das so. Zweite Frage. Was ist dein liebstes Lippenprodukt im Winter? Ganz klar, also da gibt es für mich nur eins, und zwar Blistex. Benutze ich das ganze Jahr über quasi als Lippenpflege, aber im Winter braucht man es dann doch verstärkt, weil man wechselt immer von kalter Draußenluft zur warmer Heizungsluft drinnen und da habe ich ganz, ganz starke Probleme mit den Lippen. Die werden so rau und da brauche ich irgendwas, was wirklich wirkt. Ja? Also da bringt es nichts, irgendwie nur ein Labello oder so. Da brauche ich sowas, was wirklich auch ein bisschen so kribbelt. Ja? Und da fahre ich eigentlich ganz gut mit. So, nächste Frage. Welches ist dein liebstes Kleidungsstück im Winter? Weil ich immer kalte Füße habe, liebe ich diese UGG Boots. Das sind jetzt natürlich so Fake UGG Boots. Die finde ich einfach total chillig, bequem und richtig schön warm. Allerdings muss ich sagen, ich habe immer gedacht, ha, die sind ja blöd, alle die kaufen sich ja die ganz teuren von UGG. Ich kaufe mir einfach die aus dem No-Name-Laden für 20 Euro. Aber ja, die bringen es nicht, weil meine Füße werden darin total nass. Das heißt, wenn wirklich Schnee liegt, kann man die nicht benutzen. Und das ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck der Sache, ne? Wenn man sich so Schneeschuhe holt. Deswegen, besser auf ein bisschen teurere gehen dann. So, was ist dein liebstes Accessoire im Winter? Liebstes Accessoire, auf jeden Fall Handschuhe, weil mir ist nicht nur einmal an den Füßen kalt, sondern sowieso generell immer an den Händen. Deswegen Handschuhe, ganz großes Must-Have. Und ich kann euch mal zeigen, was ich morgen beim Wichteln verschenke. Dieses schön kitschige, pinke Geschenk mit diesem noch kitschigeren pinken Ding, da kann man, das ist eine, wie nennt man das denn nochmal, ein Sparschwein. Ein Sparschwein in Lippenstiftform, das ist für die Nutty. Ich habe die Nutty gezogen und Nut-Make-up hier auf YouTube. Und ich weiß natürlich, ich kenne sie ja nicht persönlich und ich weiß nicht, ob dieses Pink ihr zu krass ist oder ob sie es ganz schön zusammen findet. Wir werden es morgen sehen. Jedenfalls schenke ich natürlich nicht nur das, sondern in diesem Paket ist auch was drin. Und zwar die geilste Erfindung überhaupt, wie ich finde. Denn
Handschuhe hin und her ist natürlich super cool im Winter, aber man hat ja dann auch ein Smartphone mit Touch-Display und so und dann muss man die Handschuhe wieder ausziehen und also finde ich richtig scheiße, aber da kommen die natürlich daher mit der geilsten Erfindung überhaupt und zwar Smartphone-Handschuhe. Zieht euch das mal rein. Sowas gibt's und finde ich total geil einfach, weil die haben hier oben an Daumen und Zeigefinger sind irgendwelche Fäden drin, die elektrische Ströme weiterleiten. Das heißt, man braucht nicht die Handschuhe ausziehen, während man auf dem Smartphone tippt und das finde ich richtig geil. Also ich weiß nicht, Handschuhe hat sie bestimmt schon, aber so welche würde ich mich wundern, wenn sie so ein Wunder schon hat. Und dann habe ich noch für sie einen Ring dazu. So. Das eigentlich nur so am Rande. Aber das fiel mir jetzt gerade ein in Bezug auf Handschuhe. Weil, ja, finde ich super geil einfach. Dann lege ich das mal wieder weg. Nächste Frage, eine Sekunde. Welcher ist dein liebster Winterduft, deine liebste Winterduftkerze? Ich bin da noch ganz traditionell. Ich habe immer ein Stöfchen bei mir zu Hause stehen. Ich kann das jetzt gar nicht anfassen, weil das so heiß ist. Aber Stöfchen, seht ihr hier hinten? Das sind diese Kerzen, wo oben drüber wie so ein Töpfchen ist und man dann oben Wasser reinmacht und einen Duftzusatz. Und da habe ich dieses Jahr, ist noch von letztem Jahr, einfach so ein Ding hier, Wintertraum nennt sich das. Und oh, das riecht so gut und ich finde das einfach total cool, weil das hält wirklich ewig und man braucht immer nur so ein bisschen Wasser nachschenken oben rein und dann diesen Duftzusatz drauf und dann duftet die ganze Wohnung. Also sie sind auch wirklich sehr intensiv, ne? Und man muss halt nicht jedes Mal wieder eine neue Kerze in einem Glas kaufen, sondern einfach ein Teelicht drunter stellen und fertig ist das, ne? Also ja, das ist mein Lieblingsduft. Also halt irgendwelche Winterdüfte für Stöfchen. Also, ja, irgendwas, was nach Winter riecht. Was ist dein liebstes Wintergetränk? Glühwein. Weil ich finde, Kakao trinke ich das ganze Jahr über, auch warm. Tee trinke ich auch das ganze Jahr über. Klar, so klassische Winter-Tee ist natürlich nicht, aber doch Glühwein. Glühwein finde ich richtig winterlich und das trinke ich halt auch wirklich nur im Dezember immer, ne? Also, ja, da wird mir immer ganz warm ums Herz, wenn ich das trinke. So, welcher ist dein liebster Weihnachtsfilm? Das sind zwei Zeichentrickfilme und zwar Der Nussknackerprinz und Mickeys Weihnachten oder so, also die Weihnachtsgeschichte mit Mickey Maus. Die beiden Filme kann ich euch jetzt leider nicht hier zeigen, weil die sind, glaube ich, noch bei meinen Eltern im Keller oder so. Aber die habe ich, also die liebe ich, die gucke ich immer zu Weihnachten. Das sind halt, die habe ich halt immer an Nikolaus bekommen. Jedes Jahr hat der Nikolaus mir immer wieder diese Filme gebracht. Und ja, dann ist das halt so zur Tradition geworden und ich liebe diese Filme, die sind so schön. Halt für Kinder, aber ich finde es total cool. Und dann noch was eher für Erwachsene, sage ich mal. Während du schliefst, den habe ich jetzt hier. Den finde ich noch ganz weihnachtlich schön. Ist natürlich eine Romanze, aber nicht zu kitschig. Spielt halt auch in der Weihnachtszeit und den finde ich echt eigentlich. Der ist ganz schön, ja. Ach ja, aber noch viel geiler, finde ich, als Weihnachtsfilme, sind Weihnachtskassetten, ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute von euch noch Kassetten haben. Ich habe noch alle aus meiner Kindheit und ja, höre die halt auch total gerne. Und vor allen Dingen zu Weihnachten liebe ich so Weihnachtsgeschichten von Astrid Lindgren, zum Beispiel Weihnachten in Bullerbü oder Guck mal, Madita, es schneit. Ja, die höre ich halt total gerne, weil der Erzähler hat halt auch so eine richtig gemütliche Stimme, wo man sich vorstellt, ach, das, man sitzt jetzt so um den Kamin rum und der erzählt das und so. Und da bin ich nochmal richtig so in meine Kindheit zurückversetzt, wenn ich diese Geschichten höre. Und das ist einfach, ja, wann hört man schon mal so Kassetten dann, ne? Also,
ja, das ist für mich auch sehr weihnachtlich und fast noch schöner als Filme gucken, weil die Fantasie dann halt noch was so sich das, weil man sich das selber halt so ausdenken kann, wie es aussieht und bla bla bla. Ja. Ich hoffe, das wird nicht zu lang hier alles. Weiter geht's. Lieblingsweihnachtslied. Ja, manche werden mich jetzt wahrscheinlich, wenn ich jetzt ein paar Sympathiepunkte verspielen, aber ich liebe Last Christmas. Ne? Ich finde nicht, dass es zu oft kommt. Ich hab's dieses Jahr dreimal im Radio gehört oder so. Also mich nervt's überhaupt nicht. Aber wenn ich es dann höre, dann, oh, das ist richtig, richtig schön weihnachtlich. Ja, das ist mein absolut liebstes Weihnachtslied. So, was ist dein liebstes Weihnachtsessen? Bei uns ist es Tradition, dass wir Lachs essen mit Kartoffelgratin. Und ja, das schon seit ewigen Zeiten. Also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass es mal was anderes gab. Deswegen ist das mein absolut liebstes Weihnachtsessen. Also das, ja. So. Was ist deine liebste Weihnachtsdekoration? Ich liebe Lichterketten. Ich könnte die das ganze Jahr über quasi aufhängen, aber ich denke mir dann immer, komm, halt dich zurück, sonst, ja, sieht es total weihnachtlich hier aus. Aber ich liebe das so überm Bett oder, ja, so, ich liebe diese Lichter, wenn, also ich mag nicht diese hellweißen, sondern dieses warmweiße, so das nichts, was blinkt, gar nicht, sondern einfach nur schön ästhetische, warmweiße Lichter. Das finde ich besonders schön weihnachtlich, heimelig und ja, einfach schön. So, was wünschst du dir zu Weihnachten? Oh Gott, ja, ich bin auf keinen Fall der Typ, der sagt, oh nein, ihr braucht mir nichts schenken. Ich bin so glücklich und so. Also ich habe eigentlich immer irgendeinen Wunsch auf Lager. Aber dieses Jahr wird es halt so sein, dass wir kurz nach Weihnachten, also so zu Neujahr, umziehen. Und ja, da habe ich schon mit meinen Eltern und Freund und so weiter abgesprochen, dass wir uns halt nicht so viel schenken, weil das einfach, so ein Umzug geht halt immer ins Geld, ne? Ist klar. Und dann, ja, deswegen habe ich jetzt nicht so einen speziellen Wunsch. Ich soll meiner Mutter noch irgendwas sagen, eine Kleinigkeit oder so, aber da, nee, da weiß ich jetzt gerade nichts. Sonst wünsche ich mir immer so Sachen, die man sich selber halt nicht so kaufen würde, so Parfum oder ja, irgendwas Teureres, was man nicht jeden Tag sich so holt, von Douglas oder so. Oder technische Sachen, die man sich nicht immer mal so zwischendurch kaufen kann. Was machst du dieses Jahr an Weihnachten? Ich weiß jetzt nicht, was gemeint ist. Ist jetzt nur Heiligabend gemeint oder komplett die ganzen Feiertage? Weiß ich jetzt nicht, aber jedenfalls Heiligabend ist es immer ganz normale Tradition, dass ich mit meinen Eltern halt esse und Bescherung mache. Also ja, nichts großartig anderes, als was die meisten Leute wahrscheinlich machen. Ja, und an den darauf folgenden Tagen halt zur Familie von meiner Mutter, dann zur Familie von meinem Vater, dann noch irgendwo die Familie von meinem Freund dazwischen quetschen und abends halt gehen wir immer ein bisschen, ja, alte Leute treffen von früher und so und ja, so in der Art wird das ablaufen. Was machst du in der Winterzeit am liebsten? Ja, ganz normal. Auf der Couch chillen mit einem Glühwein und Kassetten hören oder Weihnachtsfilme gucken, irgendwelche Serien gucken. Aber schön irgendwas so, was Kuscheliges halt, ne? So, ja. Also kein, nichts draußen am liebsten. Außer es liegt Schnee, dann mal irgendwie so ein Schneespaziergang oder so, aber am liebsten halt zu Hause eingekuschelt irgendwie mit den Liebsten verbringen. Ja, dann steht hier noch, man kann sich eine eigene Frage ausdenken, aber da bin ich jetzt nicht kreativ genug für. Deswegen, ich glaube, ich habe euch jetzt alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao!